Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast in einem neuen Video. Wir wollen mal wieder eine Bowl machen. Es ist schon wieder Bowl-Time bei uns. Wenn du bei mir bei Instagram abonniert bist, dann weißt du ja, wir sind die größten Liebhaber von der Bowl und machen die ja auch regelmäßig. Da habe ich jetzt schon ein paar Bilder reingestellt. Heute machen wir halt auch wieder eine Bowl. Ich habe hier unten schon den Reis. Wir haben schon ein bisschen Sushi-Reis gekocht. Hier ist er. Den tue ich hier mal in meine Hangiri. Da tue ich jetzt schon mal den Sushi-Reis hinein. Flop, schon passiert. Den lockern wir jetzt hier so ein bisschen auf. Der ist halt nicht ganz so schön. Wir haben sonst immer einen anderen gehabt. Wir haben jetzt eine neue Sorte. Den finde ich aber nicht ganz so schön. Der ist also klebrig soll er ja sein, aber dieser hier ist irgendwie extremst. Der andere war so ein bisschen lockerer. Ich mache mir jetzt mal eben schnell ein bisschen Essig, Zucker und Salz. Löse ich halt schnell auf warm auf und dann kommt das hier drüber. Das kennt ihr ja noch vom letzten Sushi-Video. Solltest du das noch nicht gesehen haben, guck einmal bei uns in die Mediathek, da findest du das. So, meine Vinaigrette kommt jetzt hier schon mal ein bisschen rüber. Das verteilen wir jetzt noch ein bisschen. Das lassen wir jetzt abkühlen. Ich tue da jetzt ein Tuch drüber. Und so lassen wir das jetzt stehen. Ich fange jetzt an und werde meine Zutaten dafür bereiten. Ich habe hier schöne frische Karotten. Davon, die werde ich jetzt mal eben schnell schälen. Und dann werden die in dünne Stifte geschnitten. Was machst du dann? Ich schneide die Karotte eben schnell runter in ganz dünne, lange Stifte. So, Karotte, da verliert man glatt die Stimme. Karotte ist klein geschnitten, ist aber nicht mein erstes Teil, was ich verwenden werde, weil ich werde jetzt mal eben schnell so ein kleines rundes Omelett bauen, was wir schräg aufschneiden werden und es kommt in die Mitte. Ein Ei. Flupp. Ich hasse Eiweiß an den Fingern, also erstmal Finger waschen. Jetzt kommt da noch ein Schuss Milch rein. Pfeffer. Aus der Mühle. Aus der Mühle, genau. Aber übrigens Mühle, ich habe eine Kaffeemühle mir gekauft. Da gibt es demnächst ein Video zu, entweder das nächste oder übernächste Video. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei und auch eins der nächsten Videos wird dann endlich mein Sous-Vide-Video, wo ich Rinderfilet Sous-Vide garen werde und Karotten und Ei. Ei. So, jetzt schlage ich das kurz auf. Dann brauchen wir ein bisschen Fett in der Pfanne. So, meine Pfanne ist jetzt noch am heiß werden. Ich werde die aber gleich runterdrehen in der Temperatur, weil das muss ganz langsam vor sich hin garen, weil ich möchte das ja gerne dann hinterher wie so ein Omelett einmal umdrehen, von der anderen Seite noch garen und dann hinterher zusammenrollen und schräg durchschneiden. Mein Omelett ist da am vor sich hin köcheln. Ich habe mir jetzt ein bisschen Tempeh genommen, werde das jetzt hier einmal runterschneiden. Und das wollen wir gleich einmal noch ein bisschen veredeln und ein bisschen braten. Ich habe mein Ei hier jetzt gerade umgedreht. Das muss jetzt von der anderen Seite ein bisschen braun werden. Ich habe hier noch von so einem Starkoch aus Hamburg so eins seiner Gewürze. Das mache ich da so ein bisschen drüber. Das ist immer sehr lecker. Das braucht jetzt einen ganz kleinen Moment. Und ich werde jetzt mal eben schnell meine Panierstraße aus Tempura und Panko-Mehl schnell zusammenbauen und dann werden wir das Tempeh kurz panieren. So, das Ei ist jetzt schön angeröstet von allen Seiten. Jetzt will das da nicht raus. Und das rollen wir jetzt einfach auf. So, schön aufgerollt. Jetzt schneiden wir das einmal in der Mitte durch. Und dann kommt das schon mal auf unseren Bowl-Teller.
wir haben den Reis schon in der Mitte reingetan. Kann man das sehen, Schatz? Ja. Sehr gut. Dann tue ich jetzt schon mal in der Mitte das Ei hinein. Meine kleine Pfanne, da kommt jetzt meine Karotte rein, die kleingeschnittenen. Die kommen jetzt hinten auf den Herd, werden da jetzt gleich mit ein bisschen Zucker noch karamellisiert, ein bisschen mit Wasser und dann sind die auch in Kürze fertig. Ich tue jetzt hier über die Karotte ein bisschen Zucker. Ja, ich zerschlag hier heute alles. Schlagende Argumente hier heute. So. Und dann ein bisschen Wasser drüber. Das ist so ein bisschen mein Brandbeschleuniger hier. Wenn das Wasser verdampft ist, sind die Karotten fertig. Tempura kommt jetzt als erstes. Das tue ich hier unten in meine Schale. Brauchen ja nicht so fürchterlich viel. So ein Löffel, so ein bisschen abhängig auch von eurem Gefäß. Da muss jetzt gleich Wasser zu. Da tun wir jetzt ein bisschen Wasser drauf und dann machen wir da einen Teig draus. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer in das Tempura, weil wir wollen ja auch so ein bisschen an Geschmack bekommen. Was ist das? Panko-Mehl. Ach so. Damit es gleich richtig schön crisp wird. So, jetzt nehme ich mir immer so einen Teil von meinem Tempeh, wende das hier in meinem Tempura. So, dann tue ich das jetzt hier in mein Panko-Mehl und lasse das hier schön dran haften. Und dann kommt das in mein Öl und frittiert. So, ein schönes Stück von der Mango. Das werde ich jetzt noch mal eben kurz schälen. Und dann haben wir das auch schon fertig. Karotte ist fertig. Die tue ich jetzt auf unseren Teller. Bowl, Entschuldigung. Unser Tempeh ist jetzt auch fertig. Das tue ich jetzt noch mal eben schnell mir hier auf ein Küchentuch zum Abtropfen. Glühend heiß natürlich. Aber mega crisp. Guckt euch das an. Sieht das nicht genial aus? Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ja. Boah, ist das gut. Richtig toll. Ja. Unsere Mango tun wir jetzt auch schon mal hier auf den ersten Teller. Super. So, den Tempeh schön hier. Und dann muss ich jetzt noch mal kurz Frühlingszwiebel klein schneiden. So, jetzt schneide ich noch mal eben schnell mir hier meine Frühlingszwiebel runter. Und dann kommt das jetzt gleich in die Pfanne und wird mal kurz ein bisschen angebraten. Tomaten schneide ich mir noch eben runter. Die finden wir ja auch immer genial. Und die schmecken ja auch gut. So, die dünsten da so vor sich hin. Ich mache da noch mal eben schnell über meine Tomate ein bisschen an Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und schon kommt wieder ein neuer Farbtupfen auf unseren Teller. Ein bisschen Frühstückszwiebeln. Kommt ja auch immer ultra lecker. Darf eigentlich bei so einem Essen auch überhaupt nicht fehlen. So, Lotteriespiel Avocado. Schneiden tut sie sich schon mal wie ein Stein. Gucken wir da mal rein. Oh, Glück gehabt. Das ist doch genial. So, kurz Kern raus. So, einmal mit dem Löffel da rein, einmal drin rumgehen. Und schon hat man die Avocado da rausgelöst. Die Avocado schneiden wir hier einmal so dünn runter. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Teriyaki-Sauce hier mir auf das Tempeh und so ein bisschen übers Ei. Das sieht so geil aus. Gleiches Spiel nochmal. Und so sind mal eben zwei wunderschöne Bowls entstanden. Was ja nun echt nicht schwierig ist.
So, ein bisschen Sesam mache ich mir hier noch rüber. Das ist noch ein bisschen was fürs Auge. Das sieht doch auch genial aus. Sehr schön. So, ihr Lieben, das war's mal wieder. Damit sind wir durch. Sieht doch genial aus. Ich freue mich schon drauf, es gleich zu essen. Die super schöne Bowl, die wir mal eben schnell gemacht haben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt 35 Minuten dafür gebraucht. Der Reis war bei uns im Reiskocher, den zähle ich jetzt mal nicht mit. Der hat das ja alles von alleine gemacht da. Die 2 Minuten, um das da reinzutun, die zähle ich jetzt nicht. Jetzt habt ihr gesehen, wie sowas bei uns entsteht. Das ist ja verhältnismäßig easy going und das kann im Grunde auch jeder. Und es ist ein super gesundes und schönes Essen und auch ganz gut, dass man nicht so viel zunimmt. Ne? Solltet ihr irgendwelche Fragen dazu haben, schreibt sie uns unten rein. Sollte es sein, dass ihr irgendwie sagt, oh Frank, mach doch mal bitte das und das, schreibt sie mir da unten rein. Kein Problem, ich beantworte das. Wir freuen uns auch echt darüber. Wird alles beantwortet. Es sei denn, es sind irgendwelche Frechheiten. Das beantworte ich nicht. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns. Wir würden uns über Daumen immer freuen. Und ja, das war's im Grunde für heute. Schatz, hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Nee, schönes Wochenende. Ja, wünsche ich euch auch. Und ich möchte jetzt gerne so eine Kochsendung im Fernsehen gucken. Also müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Ich sage tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Schaltet das nächste Mal wieder an, wenn eure Glocke klingelt, dass wir was gemacht haben. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.